So, Dalle, Bastelzeit und heute habe ich mal wieder ein neues Werkzeug oder, naja, wir werden mal gucken, ob Werkzeug oder Spielzeug. Das Ganze, das sieht hier so aus. Das ist der ES121 von NIN. Die Firma ist kein Unbekannter, das ist nämlich eigentlich Miniware heißen die. Und die haben auch schon ein anderes Produkt, was wir gesehen haben, hergestellt, nämlich den hier, den guten alten TS100, der ja relativ weit bekannt ist. Sache ist, die Produkte von denen sind nicht unbedingt günstig. Beim TS100, temperaturgeregelter Lötkolben, da kann man halt einen Preis von, ich glaube, müsste im Moment um die 50, 60 Euro sein, eventuell vertreten. Gab nicht viele andere zu dem Zeitpunkt. Der hier, dieses Gerät, das ist ein Motion Control Electric Screwdriver, also ein elektrischer Schraubenzieher. Der liegt preislich leider, zumindest laut Liste, im ähnlichen Bereich. Manchmal gibt es ein bisschen günstiger, wenn er im Angebot ist, aber es ist immer noch teurer als die meisten von diesen 0815 Akkuschraubern und ja, erst recht teurer als das, was ich bisher benutze, nämlich hier solche Kästen, verschiedene Bits, ein Handding, womit man dann schrauben kann. Die Sache ist, ich hatte jetzt ein Projekt, wo ich wirklich sehr viel schrauben musste und irgendwann ist mir das Handding da auf den Keks gegangen und war gerade im Angebot, da hatte ich da mal zugegriffen. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, was wir denn so bekommen und am Schluss, ob es sich lohnt oder nicht. Schauen wir erstmal auf die Packung. Wir haben hier einen STM32, steht schon mal vorne drauf. Kennen wir schon, ist auch im TS100 eingebaut, das ist deren Liebling anscheinend. Das heißt also, wir haben auch die Möglichkeit, eigene Firmware drauf zu machen. Und jipp, natürlich hat auch dieser elektrische Schraubenzieher eine eigene Firmware mit entsprechenden Funktionen. Das hier, das dürfte wohl heißen Gyroskop, was auch immer. Das heißt OLED, wir haben also ein Display und Plus. Ja, gut. Design bei eDesign und auf der Rückseite haben wir noch eine schöne Info, nämlich Creative Commons. Das heißt also eine offene Lizenz. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die wirklich verwenden, aber ich meine irgendwo im Internet geistern hiervon die Schaltpläne rum. Das hilft dann natürlich, wenn man das Ding hier selber irgendwie modifizieren möchte. In der Packung kriegen wir den Schraubenzieher, den haben wir ja schon gesehen. 2 Bits, stimmt nicht so ganz. Hier unten sind nämlich noch 2-Bit-Kits dabei. Ein Towel, also ein kleines Reinigungstuch und die Safety Instructions, die wir selbstverständlich direkt entsorgen werden. Wir brauchen keine Sicherheit und ich merke, dass es irgendwie festgeklebt ist. Nein, ist es nicht. Machen wir das gute Stück mal hier raus und schauen uns an. Na, komm, raus. Was wir denn so haben. So, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir das Tüchelchen nochmal irgendwie zerknittert und verpackt. Na, können wir verschmerzen. Die Miniaturanleitung, wie das Ganze funktioniert. Auch hier wieder relativ gut beschrieben, wie auch beim TS100, auch wenn es nicht viel gibt. Das hier sind die Bitsätze, das sind diverse Torx, das hier sind Flache und Kreuz, wenn ich richtig sehe. Die hat es leider wohl beim Versand erwischt. Und was wir hier schon schön sehen können, die sind anscheinend zumindest ein bisschen magnetisch. Okay. Achso, und hier unten befinden sich dann die 2 anderen Bits. Ich habe gerade schon gedacht, Moment, da fehlt was. Das Ganze, erster Eindruck, sehr schwer. Das Ding wiegt ein bisschen was. Ich lege es gleich mal auf die Waage. Kann man halten wie hier quasi ein Stift. Es gibt nicht wirklich etwas, was man drehen oder so kann. Hier oben, da ist eine Stelle, da kann man drehen. Was kommt denn da zum Vorschein? Wenn man Dinge auseinandernehmen kann, nehmen wir sie natürlich erstmal auseinander. Und da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr langes Gewinde drin. Aha. Hier kommen wir direkt, wie es aussieht. Ups, jetzt habe ich ihn aus Versehen schon eingeschaltet mit dem Knopf hier, wie es aussieht. Kriegen wir... Oh. Okay, ich kriege nicht mehr aus, wie auch immer. Hier oben sehen wir auf jeden Fall das Board. Wir sehen einen großen Elko, würde ich schätzen, so wie das aussieht. So kommt man also auf jeden Fall, wie es aussieht. An die Innereien dran. Machen wir das mal wieder zu, bevor wir hier da irgendwas kaputt machen. Das hier, wie gesagt, das Modell ES121. Es gibt noch ein Modell ES120. Die sind technisch relativ identisch. Ich meine mich zu entsinnen, dass der 120 weniger Geschwindigkeit hat, dafür aber mehr Kraft beim Schrauben. Mal gucken, ob das am Ende was ausmacht. So, schauen wir mal gerade, wie wir das Ding hier benutzen sollen. When your wrist turns left, C pick one, will turn clockwise, contrary, ja, toll. Ich dachte, ihr hättet auch noch den Knopf irgendwie.
erklärt, aber anscheinend nicht. Button, OLED-Screen, Hex-Socket, Micro-USB-Socket. Yep. Das Ding hat, wie wir eben schon gesehen haben, internen Akku. Ist also nicht so wie beim TS100, wo wir wirklich immer Netzteil brauchen. Der hier läuft auch auf Akku. Operating Time ist mit 60 Minuten angegeben. Und ansonsten nicht viel hier drauf. Außer der Anleitung, wie man die Firmware wechselt. Denn offensichtlich ist das schon eine wichtige Sache für die. Schalten wir das Ding nochmal ein und raten einfach mal. Haben wir hier irgendetwas, was geschraubt ist? Lasst mal schauen. Ja, einmal rumgeguckt und das hier gefunden. Eine alte Kodak Digitalkamera. Ich will gar nicht wissen, von wann die ist. Ich glaube, die hatte 640x480 Pixel gehabt auf eine Compact Flash Karte. Extrem großes Display. Und ja, da haben wir offensichtlich Kreuzschrauben. Also nehmen wir doch einfach mal hier dieses Kreuzbit, wenn ich es rausbekomme. Machen wir das mal so. Und theoretisch hat das Ding halt einen Motion Sensor. Das heißt also, machen wir nochmal an hier. Wenn ich hier reingehe und nach links bewege. Ah! Wir müssen gedrückt halten und dann bewegen. Okay. Probieren wir das nochmal. Also, ich gehe hin, setze an. Halte gedrückt und bewege meine Hand nach links und es tut sich nicht wirklich was. Ah, jetzt aber. Wir haben gesehen, geht dann auch relativ schnell, wenn er einmal gegriffen hat. Ich schätze mal, das braucht ein bisschen Übung, bis dass man das raus hat. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen fies, weil die Schrauben waren alle schon mal draußen. Probieren wir mal weiter, einfach das Ding zu zerlegen. Zu gucken, hier hinten haben wir nicht wirklich was. Da haben wir halt einen Schiebeschalter und die Knöpfe. Und das einfach mit einem Flachbandkabel. Was haben wir hier? Ein Casio-Bildschirm. Der ist größer als gedacht. Das ist die Hintergrundbeleuchtung, die da noch drin hängt. Interessant, interessant. Geht das irgendwie am Stück dann ab? Ja, da ist eine Schraube. Der Knopf, muss ich sagen, ist ein bisschen meh montiert. Tja, und da kommen wir schon zum ersten Problem. Wenn die Schrauben tiefer im Gerät sind, ist mit dem hier nicht wirklich viel zu machen. Dann haben wir noch das Mainboard hier. Hier haben wir wirklich alles offenbar vertreten. Wir hatten jetzt einen Casio-Bildschirm, eine Kodak-Kamera. Jetzt haben wir hier ein IC von Sharp und Casio ist auch vertreten. Gut, Casio hatten wir ja schon für den Bildschirm. Das wird eventuell da ein Controller für sein. Und den Rest vom Board hier raus, wenn wir das hinkriegen. Okay, und ich lese mir jetzt nochmal die Anleitung durch, weil irgendwie tut nicht wirklich, was ich möchte. Wrist turn left, wrist turn right. Tut nicht wirklich. Also, ich gehe hin. Ich setze das Ding an. Drücke den Knopf und... Vorführeffekt, jetzt klappt es natürlich. Nächste Schraube, nächster Versuch. Ich setze an, drücke den Dings und gehe nach links und nichts tut sich. Ich meine, ja, man kann ihn als Schraubenzieher benutzen. Das Ding hängt halt fest und wenn man drückt, kann man das Ding drehen. Aber ich glaube nicht, dass es dafür gedacht ist. Tja, also wirklich kann ich da auch mit Anleitung und so nichts machen. Was ich noch gefunden habe, wenn man den Knopf mehrmals hintereinander, ich glaube dreimal, drückt, kommt dieses Ding hier. Da kann man zwischen Auto 1, 2, 3 und 4 wählen. Das sind die einzelnen Torque-Modi. Aber egal, was ich wähle, wenn ich drücke und rotiere, er macht immer nur ein kurzes Stück und hört dann auf. Wieso auch immer. Und das ist relativ egal, ob ich jetzt eine Schraube drunter habe oder nicht. Ja, gut. Gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Wir haben hier auf der Rückseite noch ein bisschen eingraviert. NEN, E-Design, Creative Commons, CE und FCC. Schauen wir mal, ob wir das Ding auseinander bekommen. Ja, da ist noch eine Schraube drin. Tja, hätte ich jetzt einen automatischen Schraubendreher, könnte ich jetzt die Schraube an der Stelle natürlich sehr viel einfacher drehen. Ist im Übrigen eine T4, wenn das interessant ist. So, der Knopf kommt noch mit raus. Und jetzt können wir das Ganze hier, wie es aussieht, rausziehen. Da geht ein Kabel nach unten.
Ja, okay. Wir können das Ganze jetzt hier innen drin rund drehen. Und jetzt kommen wir hier, wie wir eventuell sehen, da unten an den Stecker dran, der dann wohl die Kabel zum Motor hat. Und dann kommt der Rest da auch raus. Wir haben die Batterie, das ist eine 300 mAh Batterie. Sieht nach einer, ja, wie auch immer man sie nennt, die Größe, die auch AA ist, aus. Die ist geklebt, wenn ich das richtig sehe. Zumindest in Teilen. Abmachen lohnt sich aber nicht, darunter ist nichts zu sehen. Da scheinen keine Komponenten mehr auf dem Board zu sein. Lassen wir das mal dran. Ja, okay, ich sehe schon, der Mikrocontroller selber, der steckt hier unter dem Display. Vertrauen wir einfach mal darauf, dass die Angabe stimmt, denn ich habe die Befürchtung, dass das Display sich nicht so schnell hier entfernen lässt. Oder? Ja doch, hier sind Clips. Im Übrigen, Vorsicht, der Akku ist natürlich jetzt noch verbunden. Der ist hier festgelötet, den kann man also nicht immer einfach abstecken. Das heißt also, es besteht immer die Gefahr, dass man da einen Kurzschluss fabriziert. Ja, das Display hat noch einen zusätzlichen Schaumstoff drunter, womit es festgeklebt ist. Deswegen bewegt sich das hier bei mir gerade nicht. Aber es müsste eigentlich reichen, um die ICs zu sehen. Da sind zwei Stück, wie es aussieht. Ja, eine STM32 und etwas, was möglicherweise die Erkennung ist, wie heißt Accelerometer. Ja, ich glaube, das gucken wir uns einfach mal in groß an. Wenn wir dann drauf gucken, dann haben wir erstmal das OLED-Display. Ist nicht viel zu sagen, ist so ein Standardteil, was mit einem Flexkabel rechts dran ist. Das Ganze sitzt auf so einem Plastikhalter. Den können wir ja zum Glück ein bisschen hochheben, wie wir gesehen haben. Und darunter sehen wir das hier. Auf der linken Seite die eigentliche CPU, ein STM32F103. Das ist so ein relativ verbreitetes Dingen. 32-Bit ARM Cortex-M3 CPU, 72 MHz oder bis zu, wie viel es am Ende sind, weiß ich so nicht. 128K Platz für unsere eigenen Zwecke und was hierbei auch genutzt wird, der hat zum Beispiel USB integriert. Rechts daneben, AGD2, kann ich so nichts zu finden. Wenn man allerdings sich den Quellcode von dem ES121 anguckt, dann sieht man, dass das wahrscheinlich ein L3GD20 oder etwas in die Richtung ist. Das ist ein Dreiachsen-Gyroskop, MEMS-Basis, kommuniziert mit I2C und ja, das ist ja auch ungefähr das, was wir hier drin erwartet haben. Irgendwas, was die Achsen erkennen kann, wenn wir das Ding drehen. Etwas weiter nach unten haben wir dann erstmal oben am Rand der R050, also 0,05 Ohm. Das dürfte Current Sense sein. Das heißt also, damit wird der Stromverbrauch vom Motor gemessen, sodass man den bei Überlast abschalten kann. Links haben wir den MX630B. Kann ich auch wiederum nichts zu finden, dürfte aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Motorcontroller sein. Einfach eine Haarbrücke oder sowas. Denn genau auf der anderen Seite sitzt halt der Motoranschluss und der Current Shunt ist auch da dran, passt also. Und was wir auch noch haben, unter dem Knopf den BC8NX, auch dazu nicht viel zu finden. Allerdings, wir haben eine große Spule daneben, wir haben Dioden daneben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass das entweder irgendwie ein Schaltregler ist oder mit dem Akkumanagement zu tun hat. Irgendwas aus der Richtung. Im Gehäuse selber ist nicht viel zu sehen. Wenn wir da unten reingucken, da sehen wir direkt die Kabel in den Motor gehen. Der ist also direkt dazwischen. Keine weiteren Schaltungen oder sowas. Also direkt da dran. Eins haben wir noch. Das Ding hat ja noch einen USB-Anschluss, den wir auch an PC hängen können. Ist ja ein STM32, der kann auch Daten. Wenn wir das tun, dann sehen wir das hier. Ein kleiner Wechseldatenträger. Irgendwie so 8 Kilobyte Speicher und da drauf liegt eine Config.txt. Wenn wir die öffnen, haben wir diverse Sachen. Wir sehen erstmal die Firmware-Version. Im Moment ist 1.9 bei mir installiert. Wir haben den Motor-Timecount. Das müsste die Betriebszeit des Motors sein. Hier steht es auf 0, deswegen würde ich jetzt mal von Stunden ausgehen. Ich habe noch nicht so viel benutzt. Nächster Punkt, Gear ist gleich 0. Das ist das, was wir auch am Display einstellen können. 0 entspricht dabei der Automatik. Das heißt also, wenn ich drücke, je weiter ich das Ding vom Winkel her drehe, desto schneller wird er. Aber schneller heißt natürlich auch, dass weniger Kraft dahinter ist. Das heißt also, wir verlieren Torque, kriegen aber Geschwindigkeit. Wieso das 0 bis 5 ist, ich schätze, das ist ein Fehler. Das wird wahrscheinlich 0 bis 4 sein sollen. Denn 4 ist ja eigentlich der höchste Gang, also die höchste Geschwindigkeit.
Was wir dann auch noch haben, ist Start Angle. Damit können wir einstellen, wie viel Grad wir das Ding bewegen müssen, bevor der anfängt elektrisch zu drehen. Standardmäßig, hier steht jetzt 0, aber das ist dann 2. 2 Grad können es sein. Wenn ihr das Problem habt, dass irgendwie das anfängt zu drehen, obwohl ihr das noch nicht wollt, dann kann man das hier erhöhen, aber ja, die Optionen sind unterschiedlich. Was es auch noch gibt, ist das Miniware Forum unter minidso.com. Da gibt es hier einen Motion Control Electric Screwdriver ES120 und 121. Und da gibt es Firmware und wir sehen hier die aktuellste Version, ist die Version 1.13. Die ist etwas neuer als die 1.9, die ich jetzt drauf habe. Und ja, ich werde sie gleich mal installieren, was ein bisschen schade ist. Es steht halt nirgendwo dabei wirklich, was da jetzt geändert wurde. Wir sehen bei den älteren Versionen, da steht hier Compatibility aktualisiert und so weiter. Hier, ja, da ist die Datei. Viel Spaß. Ist ein bisschen unschön. Es wäre halt schöner gewesen, wenn dabei steht, was das Ding jetzt tut. Aber, werfen wir es mal drauf und gucken, wie wir die Firmware auf unserem Schraubenzieher aktualisieren können. Ja, schöne neue Welt. Um die Firmware zu installieren, da müssen wir das Ding erst in den DFU-Modus schalten. Dazu einfach warten, bis das Ding aus ist, dann den Knopf gedrückt halten und dann sollte auf dem Display entsprechend stehen, dass er jetzt im DFU ist. Und dann können wir auf dem PC weitermachen. Was wir da benutzen können, das ist jetzt der Ralim TS100 Flasher. Der ist zwar für den TS100 gedacht, aber ich denke, das sollte auch hier bei dem funktionieren. Ist quasi derselbe Prozessor. Wenn wir gucken, der sucht nach DFU-Disk, das müsste eigentlich gleich sein. Und wenn nicht, können wir es schnell anpassen. Also nehmen wir uns mal den Code hier. Sollte eigentlich so funktionieren. Wir müssen nur die Hex-Datei angeben. Zack. Waiting for the disk to appear. Okay, das funktioniert nicht. So, prinzipiell, hier steht zwar überall TS100 und TS100 Hex, aber wir geben die Datei ja per Hand an, das ist kein Problem. Was wir machen müssen, ist hier in der Funktion isAttached, der heißt nicht mehr DFU backslash backslash backslash, was auch immer das da ist, Disk, sondern DFU underscore Disk hier bei dem. So, einmal abspeichern, dann starten und bitte Passwort eingeben. Zack, waiting to flash. Und wir haben ein TS100.ready. Ist zwar kein TS100, aber ready klingt gut. Kurzer Gegencheck in der Config.txt, Version 1.13, also die ist jetzt auch aktuell. Okay, so geht das nicht wirklich. Das Ding betreibt immer noch Arbeitsverweigerung, wenn ich hier anschalte. Der dreht sich irgendwie so eine halbe Runde vielleicht und dann schaltet er sich aus. Wenn ich hier gedrückt halte, so nach 4 Sekunden dreht er wieder. Das klingt nach dem Überlastgedönse. Ich habe schon alles probiert in Software, das heißt, wir haben wahrscheinlich ein Hardware-Problem. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich hole die Elektronik nochmal raus und dann gucken wir uns mal die Mechanik an. Die wollte ich eigentlich nicht zerlegen, weil Mechanik ist nicht mein Fachgebiet, aber wat mut dat mut. Nehmen uns also das noch vor. Im Übrigen, ja, ich habe es schon geschafft. Die Glasscheibe ist schon gerissen, die hier drin ist. Ja. So, für die Mechanik müssen wir unten hin. Da haben wir diesen Ring mit den Punkten drin. Den müssen wir mit einer Zange halten und dann können wir das anfangen auseinanderzuschrauben. Und dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Okay, hier haben wir schon mal den ganzen Hexgedönse. Unten drin sind die einzelnen Kugellager, wie es aussieht. Und ich bin gerade schon versucht... Der Motor ist lose, wie es aussieht. Ja, der ganze Kram kommt jetzt raus. Okay, das ist noch einfacher. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die leere Rolle hier. Die sieht sogar relativ stabil aus, ist immer noch recht schwer. Und den ganzen Rest einzeln. Okay, das Getriebe hier ist mit einer Schraube nochmal fest. Das heißt, ich kann jetzt hier im Prinzip das so einstecken. Und dann außerhalb vom Gehäuse mal probieren, ohne unten den Aufsatz für die Bits. Ups, der fällt schon auseinander. Um zu gucken, ob das geht. Nee. Auch da schaltet er nach kurzer Zeit aus. Noch besser, jetzt geht er gar nicht mehr an. Okay.
Gut, hier ist gerade schon was auseinandergefallen. Ups. Eine. Oh, wo kommt die denn her? Ja. Irgendwie habe ich da ein ungutes Gefühl hier. Der saß da oben. Das sehen wir schon mal. Dann saß der ja wahrscheinlich andersrum, da unten drin. Dann wird das die zweite Seite. Ja, okay, das ist die zweite Seite von diesem Kugellager hier. Sieht relativ gut aus. Oh, kommen wir da irgendwie näher ran. Jetzt kann man, denke ich, besser sehen. Das hier ist das eigentliche Kugellager. Und hier haben wir dann eine Lauffläche. Die zweite ist noch hier drauf. Und hier kommt dann noch etwas aus dem Ding. Nicht gut. Raus. Hier sehen wir im Übrigen auch den Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Ding blockiert, wenn zu viel Torque drauf ist. Das sind diese Rollen hier vorne, die sich so in diesem Schlitz da bewegen. Und so blockieren die dann und so kann man dann auch deutlich mehr als der Motor kann da drehen. Hier sehe ich auf jeden Fall nichts, was irgendwie verkehrt ist. Machen wir den mal wieder hier zu. Tja, das ist die Frage, hat der Akku ein Problem? Oder ist es ein Problem von Schaltung oder Software? Dann bauen wir das Ding mal ab. Dann können wir den Akku mal einzeln testen und können dann hier die Schaltung mit dem Labornetzteil betreiben. Dann geht auch definitiv nichts schief aus der Richtung. So, ich habe das Ganze jetzt an meinem Labornetzteil und ich kann es wieder einschalten. Soweit, so gut schon mal. Würde ich sagen, machen wir mal den Motor dran und gucken, ob der dann auch wieder was sagt. Und vor allen Dingen, was er sagt. So. Drücken, drehen. Okay, er geht aus. Das Moment. Vielleicht sollten wir das Current Limit nicht auf 100 mA setzen, dass 1 Ampere nichts dreht. What the hell? 1,2 Ampere, aber es dreht sich nirgendwo was. Okay, jetzt reicht's. Dann gehen wir halt hin und machen das andersrum. Und gehen mal direkt an den Motor ran. Schauen, ob der überhaupt irgendwas noch sagt. Polarität ist eigentlich egal, der dreht halt in die andere Richtung. Das macht der Original ja auch. Und was sagt er? Strom an. 1 Volt. Er dreht. Bei 1 Volt dreht er mit etwa 1,2 Ampere. Langsam, aber er tut es. Kriegen wir 2 Volt hin? Ja. 3 Volt? Ja. Der zieht doch ein bisschen mehr beim Anlaufen. Im Betrieb geht es 220 mA, aber beim Anlaufen haben wir einen sehr großen Strom. Vielleicht ist das das Problem, dass das Netzteil da in die Knie gegangen ist. Wir können jetzt mal auch in die andere Richtung laufen lassen, um zu gucken, dass er da auch nicht blockiert. Auch das funktioniert. Okay. Sieht alles okay aus. Dann versuchen wir das nochmal. Mit der Elektronik. Ja. Auch der dreht. Das Einzige, was jetzt sein kann, ist einfach, dass die Batterie kaputt ist und er deswegen nicht sauber funktioniert hat. Okay, ich habe das Ding so weit zusammengebaut, dass das funktionieren dürfte. Entsprechend Button und Display hier unten festgeschraubt. Hinten habe ich mit ein bisschen Plastik, was hier noch rumlag, hinterbaut. Das sollte eigentlich funktionieren. Und jetzt einmal mit Kabel, auch wenn hier noch Dreck dran hängt. Strom an. Sieht gut aus. Drücken wir mal den Knopf. Auch da und prinzipiell er läuft. Er erkennt meine Bewegungen aber nicht richtig. Ja. Okay. Also offensichtlich haben wir das Motorproblem zumindest schon mal behoben. Das war dann offensichtlich ein schlechter Akku. Würde ich zumindest vermuten, denn ja, es war nichts offensichtlich. Der Akku hatte, als ich angefangen habe, halb voll angezeigt. Hab dann, weil ich sowas vermutet hatte, das Ding auch mal ein paar Stündchen geladen. Da stand es auch voll. Aber jetzt haben wir uns anscheinend ein neues eingefangen. Jetzt läuft der Motor durch. Er schaltet nicht mehr ab. Geschwindigkeitsregelung hatte eben auch zumindest mal testweise funktioniert. Machen wir ein Reset. Ob man jetzt... kann... Ah ne, Moment. Ich bin gerade in Gang 1. Da müssen wir natürlich in A gehen. Dann funktioniert das besser und... Naja. Ich habe jedenfalls eben irgendwie die Geschwindigkeit geregelt bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wieso hier der Lagesensor nicht mehr möchte. Was der für ein Problem hat. Schön ist das alles nicht.
Und ich habe den Akku jetzt nochmal extern getestet und geladen und das sieht jetzt eigentlich nicht so schlecht aus. Also hat jetzt hier beim Test 274 mAh rausbekommen. Ich glaube 300 stand ja drauf. Also sieht jetzt nicht so schlecht aus. Okay, nach einigem Hin und Her klappt er jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo der ursprüngliche Fehler war. Die Batterie sah jetzt nicht so schlimm aus. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Motor irgendwas blockiert hat und durchs Auseinanderbauen und Zusammensetzen ist es jetzt wieder frei. Wie ihr seht, ich habe da noch hier so ein Attachment dazu gedruckt oder aus mehreren Drucken zusammengesetzt, sodass ich hier unten drücken kann. Das ist für mich ein bisschen ergonomischer, als irgendwie das hier so zu halten. Sitzt nicht gut in der Hand. Was mir aufgefallen ist, es muss auf jeden Fall per Akku betrieben werden. Das heißt also, mit einem Netzteil oder so, da ist wahrscheinlich zu viel Spannungsabfall oder der Ripple vom Schaltnetzteil war zu hoch. Da kam dann irgendwie der komplette Winkelsensor hier drin aus dem Takt. Aber jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier ansetze, drücke und drehe, dann dreht er mir hier entsprechend die Schraube raus. Und genauso kriegen wir das auch wieder rein. Ich habe jetzt die Firmware, glaube ich, die Nummer 10 drauf. 13 hatte ich jetzt nicht nochmal versucht. Bei der gibt es, wenn man hier den Dreifachklick macht, jetzt noch eine zusätzliche Setting. Wir hatten A ja schon, da macht er die Geschwindigkeit entsprechend, je nachdem, was für einen Winkel man hat. 1, 2, 3, 4 sind die einzelnen Gänge. 1 ist langsam, aber hat viel Torque. 4 ist schnell, aber kann entsprechend nicht so viel Kraft aufwenden. Und P heißt Constant Power oder einstellbare Power. Das heißt, wenn wir das einstellen, dann startet er automatisch mit der höchsten Geschwindigkeit, aber geht automatisch runter, wenn er ein Gegengewicht spürt, sodass man quasi ja trotzdem noch weiter dreht, solange wie es geht. Warte nur. Ich meine, generell, er funktioniert jetzt zumindest und er schraubt. Das sind dann schon mal die positiven Punkte. Also gerade wenn man irgendwie viele Schrauben hat, dann kann das natürlich durchaus helfen. Allerdings für den Originalpreis würde ich ihn wahrscheinlich nicht holen. Wie gesagt, 50, 60 Euro liegt ja, glaube ich, laut Liste. Wenn ich rund gucke, es gibt auch noch andere solche Stick-Schraubenzieher, Wow-Stick zum Beispiel oder No-Name-Produkte. Die haben dann zwar Tasten für hoch und runter und nicht so eine schöne Bewegungsbedienung, aber die kosten halt auch teilweise weniger als die Hälfte. Und ich glaube nicht, dass die paar Euro es dann wirklich rechtfertigen, hier sowas zu nehmen. Denn selbst... Okay, jetzt zeigt er mir Akku leer an. Das ist interessant, weil ich habe ihn eben extern geladen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Bedienung hier mit dem Winkel wirklich den Preis rechtfertigt. Ich meine, hier so Speed Control ist zwar schön, wenn man auch mal langsam schrauben kann, dann schneller. Nur, sie funktioniert nur mäßig zuverlässig. Also, ich glaube, da würde ich dann doch eher auf einen Button gehen. Wie auch immer, teuer oder nicht, sinnvoll oder nicht, zumindest eins hat es gehalten, nämlich wenn man zumindest mal die Fehler weg hat oder den Support bemühen würde, was wahrscheinlich auch funktioniert hätte, dann tut er immerhin das, was es soll.